So. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video meinerseits. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ist ja schon wieder ein Weilchen her. Ich habe zwischendurch noch ein paar alte Aufnahmen eingespielt. Das von Tomb Raider, weil das hatte ich halt noch rumliegen und das wollte ich da nicht vergammeln lassen. Oh, krass. Und, ja, was soll ich sagen? Ich habe mir in der Zwischenzeit zwei neue Games zugelegt und habe auch schon ein bisschen rumprobiert und hier oben könnt ihr sehen, Geld und diese Punkte hier lassen sich bei, also wir sind jetzt übrigens in Far Cry 5, das ist das erste Game, da will ich auch ein How-to-Cheat-Video zu machen, weil ich gemerkt habe, okay, da kann man cheaten und da wollte ich auch einfach mal die Zeit und die Gelegenheit nutzen, weil ich habe ein bisschen Kommentare gelesen und da stand sowas drin, wie dass er mit einem dass er eben nur die neueste Version von Cheat Engine hat, dass die älteste er nicht mehr runterladen kann. Klar, ist ja auch richtig. Deswegen hebe ich die auch immer auf, weil die eben, ja, nach einer Zeit einfach verschwindet. Die kann man dann nicht runterladen und dann ist die weg. So, und dann deswegen hebe ich die alten Versionen einfach immer auf, damit ich die, wenn in der neuen Version was falsch ist, was nicht funktioniert, ja, dass ich die dann entsprechend noch habe. So, und jetzt ist es so, da habe ich, wie gesagt, ein bisschen Kommentare gelesen und da stand so eben sowas drin. Da dachte ich mir, okay, dann mache ich das so ein bisschen, kombiniere ich das so ein bisschen. Ich mache jetzt so ein paar, zwei, drei Cheat-Videos, wo ich einfach mal beide Versionen, also meine alte und die neueste, das ist hier, ich tappe mal eben raus, das ist hier die Version 7.2, die ich hier habe, exakt, about, genau, exakt 7.2, also nicht mal eine Unterversion, sondern wirklich 7.2. Ist, glaube ich, die letzte, also neuere gibt's nicht. Ich kann jetzt nochmal hier check for new version. Ne, ist die latest really. Hier, 21.11.2020. Ja. Oder 1.11.2020, so rum. Das wäre also 11.1., das ist amerikanisch, deswegen ist der Monat vorne. Also November 1.2020. Ist schon ein bisschen alt, aber ist immerhin die aktuellste. Also es gibt keine neuere. Und genau, deswegen werde ich diesen Test, also jetzt ein paar Spiele, wie gesagt, Far Cry 5 einmal und dann die nächsten zwei Spiele, die dann noch kommen, die werde ich alle mit beiden Versionen direkt die Cheats ausführen und ausprobieren, ob es funktioniert. Also ich werde sozusagen jetzt, wie es ihr hier seht, parallel machen. Das heißt, ich wähle dann hier immer Far Cry 5 in beiden einmal aus. Mache ich jetzt hier nochmal, damit ihr es gesehen habt. Und dann versuchen wir das mal. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal kurz ins Spiel zurück, gehe hier ins Inventar. Also auf I ins Inventar am besten oder mit Tab einfach in dieses Kartenmenü. Und dann hat man hier oben rechts ja schon die Zahlen. Für das Geld, da gehe ich am besten zu dem Händler. Der bin ich jetzt hier schon beim Gefängnis. Also ich bin schon relativ weit, wie ihr gesehen habt. Ich habe schon das erste Gebiet geklärt. Falls das euch interessiert, ich habe auch noch ein Streaming, einen Twitch-Kanal, wo ich regelmäßig streame, schon seit längerem. Aber da ja, habe ich noch nicht so Werbung dafür gemacht. Oh, ja, komm, hau ab, lass mich rein. Das finde ich so. Warum kann ich ihn nicht wegschieben? Geh doch weg! Geh doch weg, verdammt! Nein, er will da auch rein, natürlich, klar, und dann blockiert er mir den Weg. So. Die Whitetails brauchen mehr Ausrüstung und bei der Bergungsstätte gibt es noch brauchbaren Kram. Wir gehen rüber und holen ihn uns. Sonst kommen uns die Peggys zuvor. Achso, das ist voll. So. Dann gehen wir hier einmal rein ins Kaufmenü. Dann gehe ich in der Regel hin. Munition habe ich jetzt schon voll. Wir kaufen uns jetzt einfach ein paar Waffen, weil, und das ist jetzt nämlich das nächste, was mich hier nervt, man kriegt hier tatsächlich relativ wenig Geld. Ich habe eben ein Nickerchen gemacht und jetzt bin ich noch müde. Es ist übrigens helligster Tag, also irgendwie 14 Uhr oder so. Aber trotzdem bin ich halt todmüde. So, wir kaufen uns ein paar Waffen, weil, ja, da kann man am besten Geld ausgeben oder, was ich auch gerne mache, einfach ein Auto oder so kaufen. Ist jetzt aber auch egal. Hier habe ich nämlich schon alles voll. Beute verkaufen kann man auch, indem man ja Geld kriegt. Also wenn man sozusagen was verkauft, dann kriegt man ja auch Kohle. Wir kaufen uns ein paar Outfits, weil die sind ja auch relativ teuer. Wenn man sich das anschaut, 7200 für ein Outfit und schaut mal, wie viele es davon gibt. Das finde ich, da finde ich es unfair, dass man teilweise für eine Mission so 200 oder 500 Dollar bekommt. Und dann, ja, kostet so eine Ausrüstung 7000. Ey, da muss ich ja 10 Missionen oder so machen, bis ich das zusammen habe. Also,
Sorry, da sehe ich nicht ein, warum man dann so weiter mal für die Ausrüstung, für die geilen Sachen, für die geilen Outfits vor allem dann so viel Geld hinblättern muss. Okay, nichtsdestotrotz, 224.763 ist unser also Wert. Deswegen tappe ich jetzt nochmal eben rüber. Jetzt muss ich leider ein bisschen warten, weil das Aufnahmeprogramm immer so ein bisschen Zeit braucht, um umzuschalten. Genau. So, haben wir schon ausgewählt. So, jetzt machen wir hier Value 224.763. Ist mir übrigens in der einen Aufnahme auch aufgefallen, dass da sehr viel Schwarzbild drin war. Das kommt einfach von dem Aufnahmeprogramm. Also ich nehme das mit OBS auf, also mit dem streame ich übrigens auch. Und ja, ihr seht, also jetzt weil das so eine hohe Zahl ist, kriege ich hier relativ viele Treffer. Machen wir das gleiche nochmal hier das ist jetzt die neue Version 7.2. Suchen wir das gleiche auf der neuen. 224.763. First Scan. Da findet er genauso viele. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Treffer. 1, 2, 3, 4, 5 Treffer. Also ist bis jetzt identisch. Okay, gut. Herz auf jeden Fall gefunden. So, jetzt brauchen wir eine Veränderung. Das heißt, wir kaufen uns jetzt mal dieses Outfit hier. Bestätigen. Jetzt könnte ich auch in Silberbarren bezahlen, aber die habe ich natürlich nicht. Die muss man übrigens für Echtgeld kaufen. Da werde ich übrigens auch noch, das mache ich dann offline, auch schauen, ob das auch vervielfältigbar ist. Aber ich denke nicht, weil das ist sonst, das wäre echt fatal, wenn das Ubisoft zulassen würde. Genau. Habe ich jetzt dieses Outfit gekauft, ist sogar gleich angelegt. Macht jetzt erstmal nichts, kann ich später ändern. So, 219.363. Tappen wir wieder raus. Jetzt muss ich nur mal kurz warten. Moment, 219.363. 219.363. Next. 219.363. Next. Passt. Also ich habe jetzt nur noch ein Ergebnis da, nach einer Filterlauf. Klar, die Zahl ist jetzt sehr, sehr groß. Wenn sie kleiner ist, dann werde ich wahrscheinlich zwei, drei Suchläufe bauen. Also ich kann mich erinnern, am Anfang, da hatte ich ja nur irgendwie $200 und dann habe ich so mal $50 hier, also nicht 5.000 auf einmal ausgegeben und das über so einem großen Wert, weil den gibt es halt nur wirklich nur so selten. Also in den gesamten Spielecode wird es den wahrscheinlich nur genau fünfmal geben, wie ihr gesehen habt. Deswegen ist das jetzt hier relativ easy. Bei dem anderen Wert, bei diesen Vorteilspunkten hier, der wird es gleich anders aussehen, weil der 26, das ist eine relativ kleine Zahl an sich. Die kommt relativ häufig vor, weil 26 hast du halt, das kann eine Koordinate sein, das kann irgendeine Beschreibung von einem Item sein, das kann auch noch ein anderer Item-Wert sein, der gerade in meiner Umgebung irgendwo geladen ist. Das kann Munition, Patrone, irgendwas sein. Das werde ich auch noch machen, da mache ich dann aber ein extra Video zu. Munition und so cheaten, aber jetzt beschränken wir uns erstmal auf die zwei, weil das sind die zwei, finde ich, essentiellen Sachen. Weil sobald man Geld hat, kann man sich Munition kaufen. Das heißt, dann braucht man den Munitionscheat eigentlich nicht. Das heißt, es ist eher so ein Luxury, so ein kleines Goodie. Werde ich aber trotzdem machen. Und die Vorteilspunkte, das sind halt, die brauchst du halt einfach. Mein Gott. So, jetzt schieben wir die mal nach unten. Ich rede schon wieder zu viel. Das wurde mir auch vorgeworfen, dass ich viel zu viel laber. So, 219.363. Wir gehen hier rein und machen da mal 800.000 drauf, so jetzt ist mein Lautsprecher gerade umgekippt. So. Machen wir mal 819.000 draus. Zack, jetzt müsste sich, genau, seht ihr, das aktualisiert sich auch hier direkt. Also was soll ich machen? Also dann mache ich hier 888.000 draus und das aktualisiert sich hier drüben. Also die beiden sind identisch, es funktioniert jetzt hier bei dem Game mit beiden. Ich werde es jetzt, wie gesagt, weiterhin, also nicht nur drei, sondern ich werde das dann jetzt ab sofort immer mit beiden Versionen machen. Also immer mit meiner alten 6.83 und immer mit der neuesten. Einfach um euch zu zeigen, es funktioniert mit beiden, auch so auch mit der neuesten. Aber ich will natürlich meine alte Version behalten. So. Weil da gibt es hier zum Beispiel so Lua-Formula und Unrandomizer Speedhack, die funktionieren nicht immer sauber. Also bei der Version weiß ich, bei der 6.83, da funktioniert es sauber. Aber was dieses Suchen angeht, das funktioniert bei beiden. Also da hatte ich nie Probleme, bis auf ein paar Ausnahme-Games, wie zum Beispiel jetzt, ich meine, der Witcher, da hat er an der neuesten Version, hat er einen Wert nicht finden können und in der alten hat er da eben die Werte gefunden, die ich gesucht habe, die ich haben wollte. Genau, also jetzt haben wir, wenn ich jetzt hier zurückgehe, muss man einmal das Menü verlassen, komplett. So, jetzt gehen wir hier wieder rein,
Also, gehe mal komplett raus, so dass ich hier bin. Gehe nochmal kurz ins Kaufmenü rein und dann sehe ich schon 888.363. Passt, hat er übernommen. Also, gibt es jetzt erst einmal. Haben wir jetzt erstmal genug Geld. Das heißt, wir können uns alle Waffen kaufen. Wir können uns. Den wollte ich kaufen. Weil der angeblich so geil sein soll. Und den Flammenwerfer kaufe ich mir hier auch gleich. Gold in Stealer, weil das ist die gleiche, weil die von den Basiswerten her identisch ist. Gold in Steel im Besitz. Ja, die hier gefällt mir vom Design besser. Blood Dragon. Das war übrigens eine coole Erweiterung für Far Cry 3. Also kann ich euch auch ans Herz legen, das mal zu spielen. Blood Dragon. Mega geil. Gut, also wir haben unser Geld verfehlt. Es funktioniert auch. Also ich habe jetzt noch, wenn ich jetzt kurz mit Tab rübergehe, 882.000. Also er hat es auch. Ich habe es auch ausgegeben, definitiv. Also es funktioniert auch. Also es wird auch übernommen. So, hoppla, jetzt habe ich versehentlich eine Taste gedrückt. Genau, Vorteilspunkte, dafür brauchen wir gar nichts. Dafür kann ich mich jetzt auch. Ich stelle mich jetzt einfach hier random, einfach irgendwo hier draußen hin. Besser ist natürlich irgendwo drin, wo man geschützt ist, weil wenn man jetzt, wenn ich jetzt hier draußen angeballert werde, ist natürlich doof. Aber Tab, da gehen wir wieder mit Tab einmal rüber für die Vorteilspunkte jetzt. Dann gehe ich hier oben auf diesen Stern. Vorteile. Habe ich schon ein paar gekauft. Noch nicht alle, extra noch nicht alle, weil ich wusste, ich will dazu ein Cheat-Video machen. Und jetzt suchen wir mal nach 26. Das heißt, wir tappen wieder raus mit Alt-Tab. Gehen wir rüber. Und machen bei beiden, mache ich jetzt mal New Scan. Die Wert unten kann ich drin lassen. Das stört überhaupt nicht. Jetzt gebe ich bei beiden 26 ein. First Scan. 26. First Scan. No Task Manager wollte ich noch. Der. Den will ich immer da unten haben. So, 26, der findet ein paar Mal, den gibt es 89.000 Mal. Also ihr habt schon gesehen, je kleiner die Werte werden, desto häufiger kommen sie vor. Je größer die Werte sind, desto besser. Deswegen sage ich es auch immer am Anfang des Spiels, möglichst viel sammeln. Das heißt, wenn ihr irgendein Item sucht, wenn ihr das nur einmal habt, dann habt ihr keine Chance, weil die Zahl 1 kommt am häufigsten vor. Weil 1 hast du immer. Die hast du auf jeden Fall überall drin, egal wo. Und wenn es auch nur ein keine Ahnung, ein NPC-Name ist, das kann auch, der kann auch die Name 1 haben, KI1, und dann ist da schon die 1 drin. Hier sieht man auch RTS Hooks 6, also das sind irgendwelche Adressen vom, hier von meinem, von meiner, hier, von dem hier unten, wo ist es, da, River Tuner Statistics Server, also RTSS Hook. Das hat nichts mit RTS oder so mit RT oder mit RTX zu tun. Das ist einfach mein Aufnahmeprogramm. Und der hat auch einen Wert 26 mit drin. Das heißt, wenn ihr solche Programme im Hintergrund habt, ihr seht ja, ich habe hier einiges offen, weil der findet das anscheinend, weil der sich eben in das Spiel mit einhängt. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Gaming-Software habt für eure Gaming-Tastatur, Gaming-Maus, Gaming-Gamepad oder so, also so ein Gaming-Controller. Und wenn ihr da irgendwie Zusatzsoftware habt, zum Beispiel auch für einen Monitor oder irgendwie LED-Beleuchtung. Und die zum Beispiel, da gibt es ja, habe ich ja gesehen beim Kumpel schon, der hat so eine LED-Beleuchtung für seinen Monitor und die wird vom, die richtet sich nach den Farben im Monitor, im Spiel sozusagen. Das heißt, die Software hängt sich dann ins Spiel rein und übernimmt für die LED-Ansteuerung, übernimmt er die Farben, die du gerade auf dem Bildschirm siehst. Was mega geil ist, so eine Art Ambient Light. Mega cool, aber mein Gott, da hast du halt dann auch Werte plötzlich mit drin. So, aber ich laber schon wieder zu viel, mein Gott. Also 26, so, jetzt geben wir mal irgendwie ein paar Vorteilspunkte aus, das ist auch so nervig, man kriegt irgendwie so wenig und dann kosten die Dinger hier so viel, 10, 8, 7, ich meine klar, die meisten habe ich schon gekauft für 4 und so, 1, also die günstigen, deswegen würde ich euch empfehlen, das direkt am Anfang zu machen, wo noch irgendwie die Dinger hier 1, 1, 1, 1, 4, also die ganz günstigen, die direkt kaufen, sozusagen damit dann diese Vorteilspunkte vervielfältigen, weil später wird es halt echt schwer, weil da müsst ihr irgendwie, weil wenn ihr dann dreimal suchen müsst, dann müsst ihr rechnen, wenn ihr nur noch 7er oder 6er habt, dann müsst ihr 3x6, braucht ihr mindestens 18, sogar wenn nicht sogar 20 Punkte, weil ihr dürft ja nicht auf 0 fallen, braucht ihr mindestens 20 Punkte, damit ihr das machen könnt. Das heißt, ihr müsst 20 Punkte sammeln, bis dahin dürft ihr euch ja keinen Punkt mehr kaufen und oder ausgeben.
Und dann müsst ihr ja dreimal suchen, dann gebt ihr die 3x6, die 18 Punkte aus, dann habt ihr nur noch 2 und wenn es dann nicht geklappt hat, sind die Punkte weg. Klar, über Spielstand laden, pf, aber das, weiß nicht, wo man hier irgendwie sagen könnte, Spielstand laden, man kann nur speichern und wenn man beendet, dann lädt er den letzten, aber puh. Achso, okay, Außenpostenmeister. Das ist was ganz anderes. So, wir gehen wieder hier zurück, also 26. Dann kaufen wir uns jetzt was. Kaufe ich mir mal das hier, weil das wollte ich mir eh Erntemeister. Erbeute doppelt so viel wie bisher von Tieren und Pflanzen. Wobei, nee, das da, das ist cooler. Erwerben. So, 26 habe ich ja bei beiden jetzt gesucht. Ausgeben, jetzt habe ich noch 18 Punkte übrig. Bam. Von 26 auf 18 runter. Das heißt, hier kann ich jetzt gar nicht mehr um 1 runter, sondern, ne? So, jetzt gehen wir hier 18. Next Scan. Ja, seht ihr, ich habe noch kein Ziel, noch keinen Treffer. 18, Next Scan. So. Schauen wir mal, ja, Bildaufnahme läuft noch, sehr schön. Genau, also 18 und ich habe noch keinen Treffer. Das heißt, muss man noch mal was ausgeben. Was haben wir denn hier? Für Komponenten für die Herstellung von Fernzündungs- und Annäherungssprengstoff notwendig? Nee. Was haben wir hier? Schnelles Nachladen und Zielen von MP, Schrot finden, mehr Stabilität, weniger Streuung. Funktioniert auch in der Arcade. 6 Punkte, 7, 10, 6 Punkte, 8 Punkte, 4 Punkte. Das nehmen wir. Sharky kommen nach Verletzungen schneller zurück. Okay. Dann kaufe ich mir doch das. Wobei den, naja, den habe ich nicht. 4, da. Chris kommt nach Verletzung schnell zurück. Ronny Cry kommt nach Verletzung schnell zurück. Okay, das ist jetzt alles Pipifax. Da, 4 Überlebenskünstler. So, jetzt haben wir 14. Jetzt gehen wir wieder raus. 14. Ich muss immer so ein bisschen warten, bis ich es mache. Also, ich habe jetzt hier 14 eingegeben. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon sehen könnt. Also ich gehe jetzt mal hier rein, so passt, Bild ist da. 14, next. Da habe ich jetzt noch 3 Treffer und 14, na. Auch 3. Also bisher verhalten die sich identisch, hatte 59, 59, jetzt bin ich auf 3, 3. Also bisher sind die beiden Versionen in dem Spiel jetzt identisch. Ich kann noch keine Unterschiede feststellen. So, 14, jetzt mache ich nochmal eins. Mit irgendwie was, 6 Punkte, nee. 10, 8. 6 Punkte hier. Triangriffe verursachen weniger Schaden. Raubtiere außer Judges greifen nicht dich, sondern Gegner in deiner Nähe an. Beutetiere fliehen seltener von dir. Funktioniert auch in der Arcade. Das kaufe ich mir. 6 Punkte. Also 14 Hammer. Jetzt geben wir nochmal was aus. Also ich bin, das ist jetzt schon der zweite Suchlauf, den ich jetzt. Also nee, eigentlich eins war der allererste, wo ich 6 nach 20, nach 26 gesucht habe. Dann nach 18 und jetzt. Dann nach 14, das ist schon der dritte, und jetzt nach 8. Jetzt habe ich nur noch 8 Punkte übrig. So. Jetzt suchen wir nach 8, das ist schon der dritte Suchlauf. 8. Next. Aber ihr seht, es bleiben 3. Also da sind es tatsächlich 3 Werte. Müssen es bleiben, das passt. Dann markiere ich die immer so und ziehe die hier runter. Das geht bei der alten Version. Das ist jetzt der Unterschied, der ist mir schon aufgefallen. Ich kann die jetzt hier zwar markieren, aber er lässt sie mich nicht, er lässt sie mich nur einzeln runterziehen. Wie mache ich das jetzt hier? Ganz einfach, ich markiere sie trotzdem alle drei und sage hier Add Selected Address to Address List. Also einfach hier markieren, alle markieren sozusagen. Und mit dem Rechtsklick kann ich hier dieses Menü öffnen. Und dann sage ich hier Add Selected Addresses to Address List. Das ist der untere Bereich. Und dann sind die hier unten drin. Und dann kann ich alle drei wieder markieren gleichzeitig. Change Record, Value. Und dann geben wir da mal. Boah, ich habe nicht mehr so viel auszugeben. Ich mache jetzt mal 50. Das sollte ja reichen. So, 50. Und ihr seht, es hat sich hier direkt mitgeändert. Also ich habe jetzt die Änderung direkt auf dem 7.2er ausgeführt und es hat einwandfrei funktioniert. Er hat es hier auch übernommen. Value 50, Value 50. Jetzt gehen wir ins Spiel zurück. Hier stehen noch 8, aber das ist normal. Das ist jetzt noch die gecachte Anzeige. Deswegen, ich muss jetzt einmal hier raus. Gehe ich wieder rein und schon habe ich hier meine 50 stehen. 50 verfügbare Punkte. Das heißt, ihr seht, es geht mit beiden, sowohl mit der neuesten als auch mit der alten Version geht es genauso, also funktioniert komplett einwandfrei. Ja, ich habe zwar auch sogar schon ein Video dazu zu dem How to Use Cheat Engine, wie man das installiert und wie man es benutzt, extra gemacht, weil das einer angefragt hat. Das funktioniert, so Kommentare wie geht nicht oder so,
kann ich nur ignorieren, weil es geht. Ich kann nichts anderes sagen. Also wenn es nicht geht, dann könnt ihr das höchstens so machen. Macht ein Video, zeigt es mir, was nicht geht, ladet das hoch und schickt mir den Link. Ihr könnt es ja privat hochladen, dass es keiner anderer sieht. Dann schickt ihr mir den Link als Kommentar auf das Video. Also ich mache einen Kommentar, packt da den Link rein und dann kann ich mir das anschauen. Und dann kann ich euch antworten und kann sagen, warum es nicht geht. Was macht ihr falsch? Wo ist der Fehler? Weil es kann ja sein, das ist jetzt nur Mutmaßung von mir, das kann ich jetzt natürlich nicht sicher sagen, aber es kann ja sein, dass ihr, wie gesagt, irgendeine andere Software habt, die Cheat Engine wiederum blockiert, oder ihr habt irgendwie einen Antivirenschutz im Hintergrund laufen. Avira, keine Ahnung, Kaspersky, AVG. Ich weiß zum Beispiel, Kaspersky blockiert einige Programme. Und wenn ihr das im Hintergrund laufen habt, dann kann es sein, dass die nicht richtig funktionieren, weil wenn ihr das dann ausführen wollt, arbeiten die nicht. Der Suchlauf läuft ins Leere, weil der Zugriff blockiert wird von dem Antivirenprogramm, weil es als Virus detektiert wird. Was ja erstmal richtig ist, weil das Programm ja dafür da ist, um... Boah, ich muss mal hier weg. Weil das Programm ja dafür da ist, um Werte zu verändern. Das macht ja ein Virus auch. Er verändert Sachen, aber wir verändern sie zum Guten. Das heißt, wir verändern ja nur das, was wir hier gut haben wollen. Wir verändern ja nicht die Systeme. Also es, für den Anti-Cheat ist es natürlich ein Eingriff ins System, aber für uns nicht. Oder für mich nicht. Ich brauche nochmal ganz, ganz wichtig, weil ich bin hier im Einzelspieler. Ich möchte auch keine Kommentare, wie das ist Cheater und Scheiß-Cheater und keine Ahnung und keine Ahnung, dann solltest du nicht spielen, wenn du cheatest und keine Ahnung. Das mache ich ja nur, das ist ja mein Kanal, das ist ja der Inhalt meines Kanals. Deswegen mache ich das, um es euch zu präsentieren. Ich privat in Multiplayer würde niemals cheaten. Ich habe noch nie einen Cheater online benutzt. Ich habe das immer nur, wenn dann lokal online, wenn ich ganz alleine bin, nicht mal im LAN oder so, habe ich das gemacht. Und wenn, dann habe ich es in Absprache mit meinem Kollegen gesagt, hey, soll mal ein bisschen cheaten. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, da habe ich mit Spezl Warcraft 3, Reign of Chaos, das alte, nicht das Reforged, habe ich das alte Warcraft 3 gespielt und da habe ich ihn gefragt, hey, wollen wir ein bisschen cheaten, um die CPU richtig schön auszunocken? Da haben wir gegen eine CPU gespielt, zu zweit, gegen eine schwere, Hardcore CPU. Und dann habe ich mit ihm geredet und dann haben wir gecheatet, dann haben wir die Goldminen manipuliert, dass da nicht 20.000, sondern 2 Millionen Gold drin ist. Und dann haben wir richtig schön viel Geld gehabt und konnten die CPU fertig machen. Das hat auch funktioniert, wie gesagt, wir haben uns abgesprochen. Das war aber lokal, intern, ohne Internet. Das waren nur wir zwei gegen die CPU. Hier auch, das ist nur lokal. Ohne irgendwelche Online-Content, alles komplett offline, kein anderer Spieler ist hier, ich bin hier komplett alleine, ich schade damit niemandem, ich helfe mir selber, ich helfe euch, damit ihr euch selber helfen könnt, falls euch die Ressourcen ausgehen, falls ihr irgendwie Geldprobleme habt oder sonst was in dem Spiel, weil das kommt mir so oft vor, weil teilweise sind die Ressourcen in manchen Spielen so arg begrenzt, dass es einfach nicht reicht. Und ja, deswegen mache ich dieses Video, um zu zeigen, hey, es geht. Es geht, so kann man es machen. Und dafür ist das Video da. Für nichts anderes. Also, Hater fliegen bei mir hochkant raus. Das will ich schon mal festhalten. Ja. Ihr dürft gerne Kommentare machen. Ich freue mich über jedes Kommentar. Konstruktive Kritik ist auch erlaubt. Aber Beleidigungen oder irgendwelche herabwertenden Kommentare will ich nicht sehen. Also das ist mal tabu, okay? Gut, jetzt wo das gesagt ist, ich bin fertig. Ihr habt es gesehen, es funktioniert mit dem Cheaten. Wir haben hier Geld und Vorteilspunkte gecheatet. Ich werde dann zu Far Cry 5 noch ein zweites Video machen mit hier Munition. Also sowohl hier unten Granaten und so, sowie hier oben die Waffenmunition. Mache ich ein eigenes Video zu. Vielleicht dann noch etwas anderes. Ich schau mal, was ich noch finde, was man vielleicht manipulieren kann. Aber das nächste wäre jetzt höchstens noch die Munition. Wenn ich noch was finde, dann machen wir das. Und ja. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like und ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Lasst mir einen Kommentar auf jeden Fall da, wenn es bei euch funktioniert. Wenn der Content-Inhalt euch gefällt, lasst mir einen kleinen Like da, einen Kommentar da. Dann weiß ich auch, dass das so funktioniert. Und wie gesagt, das war jetzt nicht eine Ausnahme, sondern das werde ich jetzt öfter machen, dass ich jetzt hier das hier mit beiden Versionen zeigen werde, weil es offenbar Leute gibt, die das mit der neuen Version nicht hinkriegen. Deswegen wollte ich es jetzt so mal zeigen, dass diese Leute auch sehen, es funktioniert. Okay? Gut. Dann bin ich fertig. Ich danke euch nochmal fürs Zuschalten und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Cheerio!